eine der schönsten Städte der Welt und eine der schönsten Städte, die ich gesehen habe, ist Rio. Rio und der Zuckerhut. Das war meine erste Assoziation, als ich den Reiseprospekt gelesen habe. Nie im Leben habe ich geglaubt, dass ich die Copacabana mit eigenen Augen sehen werde. Nun bin ich da. Das Zimmermädchen legt einen Zettel mit dem Wetterbericht auf den Nachttisch. 39 Grad tagsüber und schönes Wetter, so wie man sich's immer gewünscht hat. Mit der Seilbahn auf den Zuckerhut, das Wahrzeichen Rios. Die Stadt ist begünstigt von der Natur wie kaum eine andere auf der Welt. Die schroffen Bergkegel über die ganze Stadt verstreut, der tropische Urwald, der Atlantik, der blaue Himmel, die Vegetation und nicht zuletzt die gelassenen und schönheitsliebenden Menschen. Der Zuckerhut ist ein 396 Meter hoher Granitkegel wie der Melibokus im Odenwald. Die Gesteinszusammensetzung ähnelt der den Gesteinen in Afrika. Dies gilt als Beweis, dass Südamerika und Afrika einst ein Kontinent waren. Der Zuckerhut wird auf Portugiesisch und auch auf Englisch Zuckerbrot genannt. Er galt bis zum Jahre 1817 als unbesteigbar, bis Henrietta Carstairs, eine englisches Zimmermädchen, das Gegenteil bewiesen hat. Heute fährt man mit einer Gondel auf zwei Etappen direkt auf die Spitze, wo man den atemberaubenden Rundblick genießen kann. Wir sind jetzt auf dem Burgaberg, 220 Meter hoch. Alles, was Sie hier vorne sehen, das ist die Guanabara-Bucht. Die Guanabara-Bucht ist ca. 450 Quadratkilometer. Zur linken Seite ist die Stadt von Rio de Janeiro und zur rechten Seite ist die Stadt von Niterói. Beide werden verbunden durch die lange Brücke, die 14 Kilometer lange Brücke, oder durch mythologische Guanabara-Figur, geschaffen von Remo Bernucci. Das Kleid sind die Wellen des Meeres, die Taille die Strände, die Brust die Berge und das Haar die Wälder. Ausflug zum Corcovado. Von allen Stellen der Stadt, bei Tag und bei Nacht, sieht man die 38 Meter hohe weiße Christusstatue, die im Art Deco-Stil errichtet wurde. Die 710 Meter Höhe erklimmt man mit einer Zahnradbahn wie auf den Königstuhl in Heidelberg, nur dass man durch tropischen Urwald fährt. Der Berg selbst heißt Corcovado, was übersetzt der Bucklige bedeutet. Man fährt durch den Tijuca Nationalpark. Er ist 39 Quadratkilometer groß und wurde von einem der brasilianischen Kaiser 1861 in Auftrag gegeben, nachdem man aufgehört hat, auf dem Berg Kaffee anzubauen. Mehrere Straßen führen durch den Wald zu den Aussichtspunkten. Oben angekommen ist man überwältigt vom Ausblick und von der Schönheit der Christusstatue. Was sieht das so aus? Ja.
Ja, so ein Ding kann ich essen. Und schaut schön aus. Ist ganz, ne? Ganz süß. Das sieht doch aus wie so eine Avocado, nicht Avocado, wie so eine Artischocke. Ja, wenn ja. Die aufgemacht hast, hast du essen mal? Die ist ganz, ja, ganz süß, ja, und lecker. Ja, ja. Aber mein Schatz wollte die nicht kosten. Ich habe gesagt, die esse ich oft. Genau.